Ja, willkommen zurück zu K11 Kommissare im Einsatz. Das Spiel zur TV-Serie. Ich habe jetzt mal geschaut, was für Let's Play ich noch nicht beendet habe. Und ja, Kunst des Mordens 2 war es und jetzt K11 habe ich entdeckt. Da habe ich erst 4 Parts, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, willkommen zurück. Am 21.01. habe ich gesehen, war das letzte Mal. Okay, genug geredet. Hoffentlich habe ich jetzt keinen Überblick verloren. Also, Axel Hass Feldwebel in der Kaserne ist eine unkomplizierte Persönlichkeit, die größtenteils auf sich selbst achtet. Er will es im Leben möglichst einfach haben, weswegen du ihn auch unter Druck setzen musst. Er soll reden, wenn du ihm zeigst, wer der Boss ist. Yes, okay. Dann setzen wir ihn mal unter Druck. Das ist schon. Ich hätte müssen mehr den letzten Part schauen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Okay, guten Tag. Ein paar Fragen. Wieso denn? Worum geht's denn? Aha, okay. War wohl zu hart. Okay, allgemeines. Zustand, Zuständige. Sind Sie zuständig? Waffenkampf euer Haus? Was ist für den ganzen Tag Waffen umgeben zu sein? Waffenkenner zu. Ja? Wieso? Gibt es irgendwelche Probleme? Ich muss gestehen, dass ich dort in den letzten Wochen eher wenig Zeit verbracht habe. Ja, es steht ja dort, ich kann ihn etwas härter anpacken, also mache ich das auch. Sind Sie also Feldblind? Ja. Toll, was Aufgaben haben Sie noch? Interessant. Also, direkt und knackig. Neben dem Job in der Waffenkammer? Ja, was sonst? Dreidekos, stellen Sie sich nicht dumm. Ist ja gut. Ich kümmere mich auch um Rekruten, wenn Sie Fragen oder Probleme haben, die Sie nicht allein bewältigen können. Ich bin quasi Ihr Vertrauter. Ah, das war jetzt richtig. So richtig drauf zu, ja, allgemeines Personen. Ja, das erste ist dann auch gleich weg, was ich gefragt habe. Das ist gut. Jörg Denning war also einer Ihrer Schützlinge. Haben Sie ihn näher gekannt? Jörg Denning unterstellt, Sie haben doch näher gekannt, oder? Nein, ich weiß leider fast nichts über ihn. Oha, da war ich wohl zu harmlos. Solchen Antworten können Sie nicht weit, okay. Warten Sie bitte, ich möchte keine Probleme kriegen. Jörg hatte manchmal Fragen, aber er besprach nie größere Probleme mit mir. Er war einer meiner besten Gefreiten, aber sehr verschlossen. Okay, er redet jetzt doch. Lutz Vanderkamp. Was wissen Sie über Lutz Vanderkamp? Raus mit der Sprache, sonst werde ich ungemütlich. Ich kann leider nicht alles über jeden Gefreiten wissen, glauben Sie mir bitte. Lutz ist durchschnittlich. Jörg und er haben gut zusammengearbeitet. Mehr kann ich zu den beiden nicht sagen. Okay. Schauplätze. Quartier Jörg Denning und Lutz Vanderkamp. Ja, langsam kommen die Erinnerungen wieder. Haben Sie sich öfters in Dennings und Vanderkamps Quartier rumgedrückt? Ich war nur gelegentlich dort, um zu überprüfen, ob auch alles in Ordnung ist. Okay, Waffenkammer. Sie hängen permanent in der Waffenkammer rum, oder? Kommt es oft vor, dass dort Dinge verschwinden? Lieferscheine zum Beispiel? Überall kann etwas verloren gehen. Wir haben gerade erst das Inventar umsortiert. Bei einem derart komplexen Betrieb kann schon mal etwas abhanden kommen. Aha. Quartier Axel Hoss. Ach, das war das Opfer, oder? Ja, es kommt. Ich weiß. Herr Hoss? Nein, Was treiben Sie so in Ihrem Quartier, Hoss? Was treiben Sie so in Ihrem Quartier, Hoss? Däumchen drehen oder Löcher in die Wand starren? Nein, mein Quartier ist mein zweiter Arbeitsplatz. Ich erledige dort verschiedene Dinge. Zum Beispiel den Papierkram für die Waffenkammer und so weiter. Verstehen Sie? Ich verstehe gar nicht.
Daten, okay. Alibi von Axel Hoss. Das ist also, ja, das ist Axel Hoss. Okay. Lass mich wieder reinfetzen. Geben Sie uns Ihr Schießbuch, Hoss. Mal sehen, was wir dort finden. Nichts, das Ihnen weiterhelfen könnte. Ich war zur Tatzeit am Schießstand. Überprüfen Sie bitte alles. Das werden wir tun, Gefreiter. Fingerabdruck von Axel Hoss. Ah, wo war der denn, der Fingerabdruck? Ach nein, wir brauchen Ihre Fingerabdrücke, Hoss. Ziehen Sie sich nicht, wir können auch anders. Verweigern ist wohl keine Option, hm? Nein. Na gut, machen Sie schon. Okay, haben wir es dann. Weitere Fragen auftauchen, melden wir uns bei Ihnen. Tun Sie das. Sowieso. okay. Ja, hier blinkt wieder was. Hier blinkt aber auch was. What the fuck? Kann ich das auch? Konnte ich hier nicht irgendwas tun? Hier steht auf jeden Fall eine Nummer. Jörg Denning, Gefreiter D879-46. Okay, wird wohl das sein, was wir wissen müssen. Oh, wieso denn? Warum ist es denn das immer noch da? Ah, es ist eine Linkshänder-Gitarre. Moment, da muss ich noch mal auf das Dokument. Nein, da tut sich nichts. Kann ich da nicht irgendwas irgendwo hinschicken oder hinsenden an ein Labor? Ah, ich kann sie auch drehen. Ich kann es doch auch drehen. Hier ist nichts. Ich hoffe, das bringt mich noch weiter irgendwie. Der Lieferschein listet Handgranaten und Gewehre auf. Das genau. Datum ist der 18.03.2007. Die Unterschrift gehört Axel Hoss. Okay. Habe ich das schon? Es wurde ja. Ah, okay, das Symbol erscheint ja daneben. Also es war schon, ist schon. Ach, das ist abgehakt. Der Abschiedsbrief deutet auf einen Selbstmord hin. Laut dem Abschiedsbrief hatte Jörg Denning private Probleme, die sich gegen Ende auch auf seine Arbeit ausgewirkt haben. Sieht aus wie ein Teil eines Lieferscheins, ja, 2007. Muss immer schauen, ob hier. Es wurde eine Probe an die Techniker versandt. Ach so, das habe ich jetzt gemacht. Das ist Blut. Ansonsten können wir hier nichts mehr. Auch hier eine Probe an den Techniker. Ja. Stimmen die Fingerabdrücke überein? Jörg
Ja, also, wenn ich hier das als erstes den hier gleich sehe, würde ich sagen, ja, das hier stimmt. Das hier, was ich hier sehe, diese Struktur und auch das. Ja. Korrekt. Fingerabdrücke sind identisch. Ich kann froh sein, dass ich so einen großen Bildschirm habe. Sonst hätte ich es nie erkannt. Okay, ist jetzt alles raus. Was ist überhaupt hier? Was war hier los? Hier konnte ich nichts tun, außer dass das ein Lieferschein ist. Hier ist kein anderes Symbol. Also die Gitarre, das ist raus. Ja. Das haben wir uns schon angeschaut. Ah, hier unten ist noch. Ah, ich glaube, da hing ich irgendwo auch fest. Hausquartier. Ach nein, das ist jetzt ein anderes Quartier. Okay. Ein Röhrenmonitor der Eltern, genau. Oh Mann, so ein Teil hatte ich auch mal. Ja, das muss rot leuchten, dann ist ja alles klar, Leute. Wir sind wieder im Geschäft. Ja, nur ein paar Militärklamotten von der Axel Hoss. Nur Militärklamotten, okay. Mächtige Militärstiefel. Mülleimer ist leer. Soll ich auch laufen? Ah, natürlich. Ja, sieht nicht gemütlich aus, weil wir sind ja auch bei der Armee. Da muss das ja nicht gemütlich aussehen oder sein. Der Rucksack ist uninteressant. Okay. Ein verschmutztes Waschbecken. Stinke, das sind immer die blauen Flecken hier auf dem Boden, wo ich mal gedacht habe, das ist irgendwas, aber es ist nichts. Okay, der Laptop ist mit Sicherheit wichtig gleich. Tja. Den Kollegen hier dürfte ja ziemlich langweilig sein, ja. Ist das jetzt ein Fernsehgerät oder? Schauen wir erstmal alles andere noch an, ja? Bevor ich mich dem Laptop widme. Schön gründlich. Die Aussicht könnte schöner sein. Ja, direkt auf den Hof. Ja, da sehen Sie wahrscheinlich die Kameraden sich gegenseitig beim Training zu. Brauchst du Hilfe? Nein, nein, das wollte ich doch jetzt nicht. Nein. Brauchst du Hilfe? Nein, oh, ich will auf den Feuerlöscher. Oh, du Schnalle mit deinem Mundsymbol. Tja, ein Feuerlöscher der Marke Tony. Und jetzt geht's los. Ein Laptop der Marke Falke. Ich brauche keine Hilfe. Ich muss mich nur noch mal genau von der anderen Seite umschauen. Weil hier ist ja noch was. Da ist nur Müll drin, ja, also ich würde es untersuchen. Und hier liest. Ah, ein Zettel. Ein handgeschriebener Brief an den Oberst, den Kommandanten der Kaserne. Ja, den habe ich ja jetzt schon betrachtet. Auf dem Poster ist ein mächtiger Panzer abgebildet. Was steht hier? Überlegenheit in jeder Lage. Gibt es das Poster wirklich? Eine gewöhnliche Lüftung.
Kiste hat nichts zu sagen. Okay. Jetzt gehe ich nochmal Richtung Spind. Weil man kann ja nie wissen. Aber wir wissen jetzt, dass hier nichts ist. Ja, wir haben den Brief. Das haben wir alles untersucht. Außer hier. Ein Helikopter der Bundeswehr. Ja. Okay. Jetzt ist nur die Frage. Neue Beweismittel, ja. Hinten ist nichts. Das sind aber auch dicke Zettel. Schaut euch das mal an. Ist das auf Pappe geschrieben? Ja, ich weiß, das ist ein Spiel. Axel Hoss, Feldwebel. A8342-58. Wird für uns nicht so relevant sein, ne? Dass ich jetzt da irgendwie... okay. Was draus schließen muss, wie sieht es mit den Beweisen aus? Das Blut, das scheint alles, was abgehakt ist, ist ja schon weggeschickt. Oha. Das ist der Brief. In dem Brief werden zwei nicht näher genannte Soldaten beschuldigt, von der Kaserne aus illegale Waffen zu verkaufen. Ich glaube, das ist beim Militär nichts Neues, oder? Ach, stimmen die Handschriften überein. Das hatte ich im Video gesehen. Ich habe mir kurz mal auf den Part geschaut, damit ich weiß, wo es ungefähr weiterging. Okay. Ja. Ich war zu dem Schluss gekommen, dass die hier nicht übereinstimmen. Ja, das ist zwar, links ist das zwar etwas größer, aber das mit dem Jörg Denning, das hier ist länger gezogen, Jörg. Denning steht ja dort nicht. Ja, ich mal sehen, ob ich noch was anderes finde. Die Anrede vielleicht. Sehr geehrter. Ich glaube nicht, dass das übereinstimmt, oder? Nein, ich gehe mal von dem Jörg aus. War das so? Richtig! Die Handschriften stimmen nicht überein. Ja, aber es ist gut. Zurzeit können keine weiteren Vergleiche durchgeführt werden. Subi. Tja, und was ist jetzt hiermit? Kann ich das nirgends hinschicken, dieses Teil des Lieferscheins? Jetzt blinkt hier unten nichts, jetzt komme ich nicht weiter. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, ja. Was ist denn nun mit dem Tink? Auch nichts hinten, das ist klar. Oh, Leute. Leute hier draußen, könnt ihr mir helfen, wie es weitergeht? Dann schreibt es mir so schnell wie möglich, denn ich möchte auch so schnell wie möglich weitermachen. Verdächtige. Habe ich noch extra Fragen? Ja? Gibt es noch eine Sache, naja. Personen, ah. Na du, liebe Zeit. Ah, jetzt habe ich vergessen, mal zu gucken, was das für ein Typ, für eine Art Typ ist. Naja, Axel Hoss, was können Sie über ihn erzählen? Das kriegen wir ja gleich raus. Feldwebel Hoss ist mein direkter Vorgesetzter. Er kümmert sich um uns Gefreite. Es gibt Leute, mit denen er öfters zu tun hat, aber ich gehöre nicht zu ihnen. Okay, du Pfeife. Das war jetzt erstmal alles. Gut, das war's fürs Erste. Ich komme noch einmal zurück auf sie zurück. Verstanden. Ich will das hoffen. Ja. Gibt's hier noch Fragen? Ja? Was gibt es denn noch? Beweise. Ah, stimmt. Brief.
Wie kommt eigentlich der Brief in Ihren Besitz, in dem sich Denning an den kommandierenden Oberst wendet? Dumm gelaufen, würde ich sagen. Pfeife. Ich habe doch nur gemacht, was Dirk gesagt hat. Dass ich das verdammte Ding behalten sollte, war allein seine Idee. Aha, warum? Fingerabdrucksvergleich. Die stimmten ja überein, ja genau. Es wird langsam eng für Sie, Hoss. Raten Sie mal, wessen Fingerabdrücke wir auf Patronenhülse am Tatort gefunden haben. Ist es nicht irgendwie verdächtig? Soldat, antworte. Die ganze Waffenkammer ist voll mit meinen Fingerabdrücken. Ich händige Waffen und Munition aus, reinige sie, repariere sie. Natürlich sind meine Fingerabdrücke auf dieser Patronenhülse. Sie stammt ja aus der Waffenkammer. Ah, schöne Ausrede. Kommt aber nicht an bei mir. Tja, beim nächsten Mal gleich. Tun Sie das. Korrekt antworten. Okay. Ich glaube, mit den Typen sind wir durch. Ja? An ihm habe ich nichts mehr, nein. Verstanden. Ja, der ist wenigstens kooperativ. Weil er Angst hat. Das ist richtig. Was steht hier? Kapitel? Nein, wir wollen hier nichts beenden. Verdächtige. Ich gehe mal zurück. Wie bitte, ich befinde mich an diesem Schauplatz. Ach so, ist das. Sie haben mir noch was Willkommen zurück. Erzählen? Nein. Bis dann. Okay. Kann ich mit ihr was... Ein ordentlicher Brocken. Aber du scheinst dich gut zu schlagen. Ja. Okay, gehen wir es durch. Dann gehen wir es durch. Welches Alibi konnte Hoss vorweisen? Ach du Shit. Weiß ich nicht, das ist so genau. Schein Schießbuch, Schein schon letzte Schein. Seine Aussage nach schlief er tief und fest in seinem Bett. Ich weiß es nicht mehr. Weiß ich nicht, hat er Wache geschoben? Nein, das war nicht richtig. Willst du die Frage noch einmal beantworten? Dann auf ein neues. Okay. Oh Mann. Gehen wir es durch. Welches Alibi... Ich hab Punkte verloren. Ich weiß, ich hätte sollen schauen. Im letzten Part. Nein, das war... Das war auch nicht richtig. Dann auf ein neues. Okay. Welches Alibi... Oh Mann. Er hatte Wachdienst in der Waffenkammer. Nein. Das war nicht... Willst du die Frage... Hä? Dann auf ein neues. Okay. Welches Alibi konnte... Schlief tief und fest. Wachdienst war falsch. Schießbuch war falsch. Nein. Das war... Willst du die Frage... Das ist alles falsch. Bis später. Wieso okay. War jetzt hier alles falsch? Welches Alibi konnte... Ich hab nichts anderes... Ach, hier oben steht doch noch was. Ich dachte, das wäre die Frage. Sehr gut. Aber wieder keine Beweise dafür. Ja, wieder falsch. Es wäre gut zu wissen, wofür Hoss zuständig ist. Was sind seine Hauptaufgaben? Waffenkammer und sowas. Ja? Waffenkammer. Da liegst du ja total daneben. Schau, willst du die Frage noch... Oh, was ist los, Leute? Dann auf ein neues. Ich bin so dumm. Es wäre gut zu... Was sind seine Hauptaufgaben? Ich dachte... Da liegst du ja total... Willst du die Frage... Okay. Bis später. Ich muss mich besser informieren. Leute, ich muss mich besser informieren, deswegen werde ich auch diesen Part beenden.
denn das ist nicht gut, nicht gut. Ich muss mir den vorhergehend nochmal anschauen, denn so geht's nicht. Ich habe hier schon Punkte verloren. Ups, Entschuldigung, ich bin gerade aufgestoßen. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei bei K11 Kommissar im Einsatz. Das ist ein Befehl. Okay, ja, es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und ich bin weg. Ciao.